Hi Leute, willkommen zurück in der Panzergarage. Ich bin neuer Marcel. Und das ist ein schöner Start. Wir fangen an mit dem Tagessieg von unserem Cruiser Mark IV. Und 2178 Erfahrungspunkte haben wir bekommen. Wirkungsfeuer, Schläger, Richtschütze, Panzerbrecher und Überlebensabzeichen zweiter Klasse. So, was haben wir gemacht? Was habe ich dem denn hier? Motor, Munition. Boah, fast alle Module beschädigt. Und ein Modul zerstört. Dem hier habe ich den. Oh, den Motor zerstört. Das ist schön. Schön, schön. Aber ich hätte den doch auch angezündet. Naja, wo stehen wir denn in der Gesamtwertung? Platz 2. Wir haben den meisten Schaden, habe ich verursacht. 14.000 Credits verdient. Ist schon geil, ne? Ja, und jetzt geht einiges wieder in der Forschung. Ich würde sagen, das. Und jetzt fehlen uns noch 500 Punkte. So, holen wir uns dieses Geschütz. Aus Lager verkaufen. Die verkaufen. Und die verkaufen wir mal. Ich mache 50-50, so 60 von dem und 60 von dem. Ich brauche sowieso nie so viel Munition. Von daher, ja. Jetzt haben wir die nämlich drauf. Und die ist, glaube ich, ein bisschen ja, also wir haben eine höhere Durchschlagskraft und mehr Schaden. Die Streuung ist geringer. Ja, sie ist zielgenauer. Und halt höhere Durchschlagskraft und höherer Schaden rechtfertigen diese Waffe schon. Und da es im letzten Gefecht so gut lief, starten wir jetzt direkt dieses... Boah. Scheiß Kabel. Will man sich doch nur mal eine Flasche Limo holen? Und schon fällt man übers Kabel. Ah, wo landen wir denn? Malinowka. Ach, schön. Schön, 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 schön. Ja, ich laufe während dem Aufnehmen durch meine Bude. Lasst mich. 2 Fünfer. Keine Vierer. Aber das sind doch Artilleries. So. Was zu trinken am Start. So. Oh, Entschuldigung. Es kam so über mich. Die Bishop denkt sich auch, na. Hm? 2 Granaten? Ich dachte 4 hier. Ach, macht der hier auch Doppelschuss? Okay. Also das könnte ich zum Beispiel jetzt nicht mit einem Light machen. Ich meine, das ist ein Scouter, aber hier sind fast alle Lights. In einer höheren Tierklasse mit so einem Scouter-Light, da einfach irgendwo stehen bleiben, das geht dann nicht. Das Problem, ich kann auch nicht hingehen und einfach... Hier, der Panzer 1 zählt da zum Beispiel. Das ist ein Scouter. Der später bis zu, ich glaube, 6er Battle einen geordnet werden kann.
Und das ist absolut bäh für mich. Also ich kann das überhaupt nicht. Da mache ich einen Reload, das reicht von der Zeit her zum Reloaden. Schauen. Ein Aimen. Komm schon, lade nach, lade nach. Yes! Got it! Ja, ich muss nur aufpassen, ich habe schon tierisch viele Verluste gerade hier erlitten. Dass mich jetzt hier... Das kann mich hier jetzt sehr schnell zerfetzen. Ah. Super. Mein Team lässt sich hier auseinandernehmen. Das war knapp. Also das hätte auch böse für mich ausgehen können. Die Arti hätte mich auch noch zerlegen können. Ich glaube, der hat nämlich auf mich gezielt, aber ich glaube, der hatte kurz vorher geschossen. Okay, da ist ein Treffer eingeschlagen. Mist. Ja, das wird noch eine Niederlage, weil mein Team sich nicht verteidigen kann. Zu schade. Aber ich denke, ich kriege genug Erfahrungspunkte rein. Mmh, 3A. Doch, ja, ich denke, der ist ganz gut. Wird auch das letzte Gefecht dann jetzt erstmal sein, im Premium zumindest. Nicht das letzte für heute. Aber das letzte, was ich mit dem Premium noch machen werde, weil ich werde mir mein Premium nicht heute verlängern. Aus einem guten Grund. Ich weiß nicht, wie ich morgen und heute noch Zeit haben werde, groß zum Aufnehmen, weil ich habe noch viele andere Sachen immer zu erledigen. Und ja. Und irgendwie will gerade kein Dreier-Battle starten. Ah, doch, jetzt. Ich wollte schon sagen, schon eine Minute. Ja, was haben wir denn so? Ja. War es machbar. Diese Tetrasch oder wie die heißen, das sind Premium Panzer. Und der Locust ist ein Premium
im Gegnerteam BT7 Artillerie, ist ja auch Premium, ganz klar, den haben wir ja auch. Was haben wir denn bei uns? Einen Premium, die BT7 Arti und sonst nicht. Keine anderen Premium. Ja, und los, wo fahren wir hin? Kurz überlegen. Mal kurz überlegen. Ja, das ist kurz überlegen, ist wahrscheinlich noch zu spät. Ja, das hier könnte es schon gewesen sein. Jep. Mist. Ich hasse Premium-Panzer manchmal. Der da ist zum Beispiel viel zu schnell. Ah. Raus. Der ist immer noch im Gefecht. Alter. Was brauchen wir denn bei dem hier noch? Der Funk ist so unerreichbar, also 9000. Und eigentlich so unnötig. Aber wir fahren jetzt mal mit dem hier. Mal gucken, was das jetzt gibt. Und wie lange es dauert, bis es was gibt. Und es dauert. Oh Mann, so gibt es nicht. Ah, ich wollte aber das Premium noch ein bisschen nutzen. Hm, komm schon. Ja, darf das denn wahr sein? Was wieder hier? 424 Spieler, als wenn man davon keine Matches zusammenstellen könnte. Also ich kann bis in 500 Matches reinkategoriert, reingezogen werden. Da, 528 Spieler. Jetzt, komm schon, die Warteschlange ist rappelvoll. Das gibt's doch nicht. Aha. Ich meine, ich find's gut, ich bin in einem Rheinland-Dreier-Battle gerade wieder, aber ein Vierer wäre da auch noch okay gewesen. Das Matchmaking muss man, manchmal muss man es echt verschieben. Ach du Heiliger. Panzer S35, ich meine, das ist nicht der das ist zwar der französische, aber unter Deutschen, also Premium. Die zwei, plus 1, 2, 3, 4, 5. BT7 Artillerie plus den LTW plus den Locust zähle ich bereits bei mir 7, 8, 9 Premium-Fahrer gerade. Und ich glaube, der FCM 36 Pack 40 ist auch noch ein Premium. Heiligeiei. Good Matchmaking Server. Ja, das ist ausnahmsweise auch mal ein sehr gutes Matchmaking sowieso. Aber, holen wir mal eine HE-Granate rein. Wofür wolltest du jetzt zurücksetzen?
Was schießt denn da auf mich? Ich hab keine Lust, die Folgen immer nur mit Niederlagen zu beenden. Oder mit Zerstörung. In den ersten Sekunden. Ich hab's noch nicht mal was gesehen. Na, da haben wir schon wieder eine Niederlage. Der Cruiser ist immer noch im Gefecht. Oh, das dauert da ganz schön an. Ah, da ist er. Es war so klar, dass es sich noch haben. Mal kurz gucken. Dem habe ich den Fahrer getötet und Munitionslager beschädigt. Dem Ketten zerstört, Funker. Und dem den Ladeschützen. Ja. Und es hat ausgereicht für das, was ich wollte, für den Covenanter freizuschalten. So, Erstattung für Schaden durch Verbündete. Aha. Habe ich gar nicht mitbekommen. So. 1198. Naja, beenden wir die Folge wieder mit ein bisschen Forschung. So, erstmal machen wir jetzt das hier. Wir könnten uns den auch kaufen, aber das mache ich jetzt nicht. So, warum mache ich das nicht? Habe ich gesagt, ich will die Crew trainieren. Ich habe jetzt insgesamt 37. Das würde mich ein Gold kosten, weil ich kann nur 25 umwandeln. Ich will mal kurz in meinen Forschungsbaum was reingucken. Habe ich noch irgendwas mit, wo ich Erfahrungspunkte drauf habe? Dem hier habe ich 0. Okay. Habe ich was bei den Deutschen? Ja. Mein Marder 2 hat noch. Aber das würde mir viel zu viel Free XP kosten. Und das lohnt sich dann nicht. Nee, das wird sich nicht lohnen. Das lohnt sich auch nicht. Hier sind alle auf Elite, das von daher lohnt sich das auch nicht. Also es sind nur so zwei Panzer oder was, wo das sich, tja, wo das so ist. Was ich machen werde für den Anfang, ich setze den jetzt auf Schnellausbildung hier. Weil ich hier drauf, ich habe jetzt zwar, ich habe eine 100% Crew aktuell da drauf, weil ich da für 400 Gold ausgegeben habe. Das war es mir nämlich auch wert. Ich werde die Crew jetzt hier drauf trainieren, damit ich den ersten Perk auf jeden Fall durchbekomme. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge wieder mal aus der Panzergarage. Ihr lasst einen Kommentar oder ähnliches da, Kommentar, Bewertung, irgendwas in dieser Richtung, würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein kleines Abo, definitiv. Und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von der Panzergarage wieder. Ich bin euer Marcel und bis denn.